Fakten und Theorien zum Heldengeist aus uralter Zeit, die Bilderrahmen-Quests und Monsterwehr in Hebra. Für das Absolvieren aller 152 Schreine in Zelda Teotihuacan haben wir im letzten Part diese mysteriöse Rüstung bekommen, welche den Helden aus uralten Tagen abbildet. Es ist nicht Link gewesen, der die Verheerung Ganon besiegt hat. Ja, richtig gehört. Es war dieses Geschöpf hier. Aber das hier ist auch kein Sonai. Warum? Darüber sprechen wir in diesem Video. Aber sprechen wir doch erst einmal mit diversen NPCs, die auf diese Rüstung reagieren. So zum Beispiel Pura. Dass du die Weise des Geistes gefunden hast, die an der Seite unserer Vorfahren gekämpft hat, ist jedenfalls schon mal gut. Damit sind genug Verbündete gesammelt, um dem Dämonenkönig die Stirn bieten zu können. Was? Du hast das Masterschwert schon wieder erlangt? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Unglaublich, dass es sich auf dem Kopf eines weißen Drachen befunden hat. Nun, wie dem auch sei. Die Prinzessin hat all ihre Hoffnung darauf gesetzt und war bereit, ihr Leben zu geben, um es uns zu hinterlassen. Ich danke dir, dass du es gefunden hast, Link. Und jetzt im Nachhinein kann ich es dir ja sagen. Ohne das Masterschwert sahst du einfach aus, als würde dir etwas fehlen. Hachika! Damit solltest du nun bestens auf die Entscheidungsschlacht vorbereitet sein. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sich der Dämonenkönig befindet. Ja, safe im Untergrund. Wir können wohl davon ausgehen, dass er sich nicht mehr in Schloss Hyrule aufhält. Mir fällt kein Ort auf der Oberfläche ein, an dem wir nach ihm suchen könnten. Ah, das ist es, der Untergrund! Was meinst du? Wäre es nicht sehr wahrscheinlich, dass er sich im Untergrund aufhält? Es bleibt natürlich dir überlassen, aber es könnte empfehlenswert sein, dich bei Yosha zu erkundigen. Yosha hat den Untergrund erforscht. Vielleicht weiß sie etwas. Ab hier übernimmst du, Link. Ja, okay. Das war jetzt erstmal noch die Connection zu unserer letzten Main Quest. Aber wenn wir sie jetzt nochmal ansprechen, dann müsste sie eigentlich auf unsere Rüstung reagieren. Du hast bereits die 5 Weisen versammelt und auch das Masterschwert befindet sich wieder in deiner Hand. Nun fehlt doch wirklich nur noch der Aufenthaltsort des Dämonenkönigs. Tut mir leid, ich weiß, es ist nicht hilfreich, dich so unter Druck zu setzen. Auf der Oberfläche fällt mir jedenfalls kein passender Ort ein. Ich stimme zu, dass der Untergrund verdächtig ist. Aber genaues wissen wir nicht. Nun, ich überlasse dir die Leitung der Suche. Doch wenn es um den Untergrund geht, würde ich empfehlen, Yosha um Hilfe zu bitten. Ihr Wissen kann dir sicher nutzen. Ab hier übernimmst du, Link. Wo habe ich solche Kleidung schon mal gesehen? Na, endlich fällt es dir auf. Nach 5 Minuten Gespräch. Es ist ja nicht schlecht, sich in einen Helden aus alter Zeit verwandeln zu wollen. Aber für einen Moment wusste ich wirklich nicht, wer da gerade vor mir steht. Okay, zugegeben, keine richtig krasse Reaktion. Aber es gibt ja noch mehr. Besonders bei Impa wird es interessant, doch auch ihr müssen wir erst einmal Bericht erstatten über die Geoglyphen. Ah, du bist es, Link. Machst du bei der Erkundung der Geoglyphen Fortschritte? Ja, kann man so sagen, aber naja, das Ergebnis ist kein tolles. Oh, dann sind die Drachentränen, also die Tränen, die Prinzessin Zelda vergoss, als sie zum Drachen wurde. Und in den Geoglyphen zeichneten Künstler aus alter Zeit nach, was sie sahen, als sie die Drachentränen berührten. Vielleicht hat man damals noch intuitiv verstanden, worum es sich handelte. Anders als heute. Jetzt verstehe ich. So verhält es sich also mit den Drachentränen. Link, wenn alle Drachenerinnerungen, die du gesehen hast, wahr sind, kann das nur eins bedeuten. Da Prinzessin Zelda zum Weißdrachen wurde, kann sie niemals in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Ah, wie entsetzlich, Prinzessin Zelda. Es muss einen Weg geben.
dass Prinzessin Zelda wieder ihre ursprüngliche Form annehmen kann. Link, ich werde nach Kakariko zurückkehren und mich noch einmal in die alten Schriften vertiefen. Das ist alles, was ich jetzt für Prinzessin Zelda tun kann. Ich komme vorbei. Übrigens, Leute, es ist den meisten aufgefallen, aber ich habe diese beiden Maskenerinnerungen im Playthrough verwechselt. Sprich, die Erinnerung beim Hylia-See kommt eigentlich nach der Erinnerung, in der Ganondorf zum Dämonenkönig wird. Also da haben wir die Reihenfolge leider auch verschissen, aber naja, war jetzt nicht so wild, fand ich. Da auch Tauro reagiert, reden wir erstmal mit ihm. Der Held aus uralter Zeit? Ach, du bist es, Link. Und ich dachte, der große Held aus frühester Zeit des Reiches stünde vor mir. Aber Junge, Junge, die Kluft steht hier wirklich hervorragend. Hätte ich ja auch gern solche Kleider. Ach, wenn das nicht Link ist. Wie schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich bin selbst gerade erst ins Dorf zurückgekehrt. Hast du einen Blick auf die Erinnerungen des weißen Drachen, Prinzessin Zeldas besser gesagt, erhaschen konntest? Das ist sicherlich eine Art Omen. Unsere Dorfvorsteherin Paya trägt nun die Verantwortung für das Dorf. Daher will ich weiter nach einer Möglichkeit suchen, Prinzessin Zelda ihr altes Selbst zurückzugeben. Du solltest deine Bemühungen darauf konzentrieren, die Auswirkungen des Kataklysmus zu bekämpfen. Link, weißt du, was auf diesem Wandschirm dargestellt ist? Was du dort siehst, ist die Geschichte der Verheerung. Die Geschichte Hyrules, die niemals vergessen werden darf. Moment, Moment. Die Geschichte erzählt sie einem auch, wenn man das Gewand trägt. Und mehr. Dieses Gewand, wie in den alten. Oho, du imitierst den Helden, der auf dem Wandschirm mit dem Motiv über die Verheerung dargestellt wird. Und damit ist es confirmed. Es war kein früherer Link, zumindest nicht so, wie man dachte, dass er aussieht, der die erste Verheerung vor 10.000 Jahren besiegt hat. Es war dieses Ding hier. Die Verheerung, das war die Manifestation des Zorns des Dämonenkönigs, der vor Äonen die Welt bedrohte. Viele junge Leute glaubten, dass es sich dabei um ein Märchen handelt, doch die Verheerung gab es wirklich. Hier siehst du die Prinzessin mit der Siegelkraft und den Krieger, erwählt vom heiligen Bannschwert. Gemeinsam mit den vier von unseren Vorfahren erbauten Titanen gelang es ihnen, die Verheerung abzuwenden. Da fällt mir ein, Simon wollte eine Unterrichtsstunde über die Verheerung für die Kinder der Athenu-Schule abhalten. Athenu liegt im Südosten von hier, es ist gar nicht weit. Vielleicht kannst du dort auch noch was lernen. Die Unterrichtsstunde haben wir uns bereits gegeben. Aber Leute, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Die ganze Zeit dachte man, das hier wäre Link gewesen. Auch wenn er zugegebenermaßen auf dem Wandbild nicht danach aussieht. Deswegen entstand auch kurz vor Zelda TOTK Release die Theorie, es sei Ganondorf. Aber nein, es ist diese Gestalt hier. Aber lustigerweise könnte es laut einer plausiblen Theorie trotzdem in einer Art und Weise Ganondorf gewesen sein. Darauf komme ich in Kürze noch zu sprechen. Jetzt erstmal weiter nach Hateno. Ja, auch Sagono in Hateno reagiert auf ihn. Dazu müssen wir auf Outfit bewerten gehen. Diese Kleidung! Es ist, als würde ein Heldengeist aus uralter Zeit dich komplett umhüllen. Das Zusammenspiel von Mysteriösem und Würdevollem ist wirklich bezaubernd. Der Betrachter bekommt wahrlich Gänsehaut. Das gibt volle 100 Punkte. Mode ist ein Spiegel deiner Seele. Du solltest deine Individualität unterstreichen und deinen Weg gehen. Übrigens, Mineru im Geistertempel reagiert nicht auf ihn. Sehr seltsam.
Kennt ihr noch weitere NPCs, die reagieren? Wenn ja, schreibt's in die Kommentare. Gleich kommen wir auf einige der Gerüchte und auch auf die Fakten zu diesem Wesen zu sprechen. Ich möchte das Ganze aber parallel zu dieser Questreihe mit den Bilderrahmen in diversen Stellen machen. Also fangen wir an mit dem Stall der Zwillingsberge. Link, wie ich sehe, interessierst du dich für den leeren Bilderrahmen dort, ja? Die Pferdefreunde haben beschlossen, dass Bilder aufgehängt werden sollen als Verschönerungsaktion für die Ställe. Wir Stallbesitzer mussten deshalb als erstes schon mal die Bilderrahmen aufhängen. Und deshalb findest du jetzt in allen Ställen im ganzen Land leere Bilderrahmen. Ziemlich grandioser Bilderrahmen, oder? Er braucht ein ebenso grandioses Bild. Vielleicht eine Landschaft? Link, hast du schon gehört, wo man Hyrules schönsten Sonnenaufgang bewundern kann? Am Meer südöstlich von hier liegt ein kleines Fischerdorf namens Angelstedt, ein sehr beliebter Ferienort. Er ist bekannt für den unvergleichlichen Moment, wenn aus dem Osten die ersten Sonnenstrahlen auf das Dorf fallen. Und den schönsten Sonnenaufgang soll man sehen, wenn man vom Gipfel des Lockfrittbergs aus über das Dorf schaut. Aber der Lockfrittberg ist weit weg und ich habe auch keine Erfahrungen im Klettern, also lasse ich's wohl besser. Hyrules schönster Sonnenaufgang. Wenn ich davon ein Bild hätte, könnte ich es abmalen. Machen wir nur einmal gemeinsam die Quest, damit jeder weiß, wie es funktioniert. Ich befinde mich hier, es muss logischerweise schönes Wetter sein, Foto machen und dann zurück zum Stall. Ich werde dann auch bei allen anderen Stellen nur noch das Gelaber einblenden, nicht vorlesen, damit wir uns auf die Theorien konzentrieren können. Oh, Link, du siehst dir den leeren Bilderrahmen an? Ja, weil ich das Foto habe, Bro. Guck. Hä? Hast du mir wirklich ein Bild von Hyrules schönstem Sonnenaufgang mitgebracht? Zeig's mir bitte. Ich frag mich, ist es dann das exakte Bild oder gibt's da schon ein voreingestelltes? Mal sehen. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde nur zu gern ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich? Mhm. Vielen Dank. Ich muss schon sagen, das ist wirklich Hyrules schönster Sonnenaufgang. Wie wunderschön, wie erhaben. Link, ich danke dir. Dies ist das erste Mal, dass ich mich an einem solch grandiosen Anblick erfreuen durfte. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Keine Sorge, ich bin ein sehr guter Maler. So schön finde ich den ehrlich gesagt gar nicht. Man sieht ja noch nicht mal die Sonne. Und dass da auch so ein bisschen vom Dolch noch zu sehen war, ebenfalls nicht so geil. Okay, es ist tatsächlich, so glaube ich zumindest, exakt das Abbild von dem, was wir fotografiert haben. Aber ein schöner sogar. Ich wusste es doch. Das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Link. Findest du mein Bild nicht auch wunderschön? Für diesen grandiosen Anblick hat sich die Mühe gelohnt. Ist echt schöner als die Realität. Egal wie oft, zeig mir ein Bild von Hyrules schönstem Sonnenaufgang. Dann male ich es ab und häng's auf. Wenn du also ein anderes Bild im Bilderrahmen sehen möchtest, ist das kein Problem. Zeig's mir einfach. Aha. Als eine kleine Aufmerksamkeit schreibe ich dir einen Stallpunkt gut. Ah, super. Oh, und das hier auch. Lecker. Oh, Link, wie ich sehe, hast du Stallpunkte gesammelt. Wenn du sie gegen Prämien eintauschen willst, dann mach das. Ja, mache ich am Ende der Questreihe. Okay, dann gehen wir es mal durch. Und bleiben am besten erstmal bei den Fakten. Und die schauen wie folgt aus. Dieses Geschöpf hier ist kein Sonai. Zumindest kein hundertprozentiger, denn viele Dinge unterscheiden sich von den Sonai, zumindest von den beiden, die wir kennen, also Rauru und Mineru. Punkt 1. Die roten Haare. Die sehen eher so aus, als wären sie von einem Gerudo abstammend. Punkt 2. Die Ohren. Die sind eher so spitz angelegt und nicht so breit und groß wie bei den anderen beiden Sonai. Sprich, eher
von einem Hylianer abstammend. Als nächstes muss man die Füße betrachten. Die sind sehr animalisch. Auch das unterscheidet sich von den Füßen von Rauru und Mineru. Ganz eindeutig anders als bei Rauru und Mineru ist der Schwanz, der so aussieht wie von einem Löwen oder wie ich persönlich finde, von Ganon. Aber es kann auch von irgendeiner anderen Rasse stammen, die wir bis dato nicht kennen. Faktisch ist nur, von den beiden Sonais, die wir kennen, hat keiner einen Schwanz. Es kann natürlich jetzt sein, dass es gewisse Unterschiede bei den Sonai gibt. So wie es auch verschiedene Soras gibt. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es Sonais gibt, oder beziehungsweise gab, die Schwänze hatten in dieser Art. Aber es gab da ja diesen einen Take von Ganondorf in der Erinnerung, als er König Rauru getroffen hat, in der er sagte, Mineru und Rauru sind die letzten beiden Sonai, die existieren. Und da dieser antike Held den ersten Ganon, also die erste Verheerung Ganon bekämpft hat, 10.000 Jahre vor BOTW, muss das nach Rauru und Sonja gewesen sein. Heißt, da müssen schon noch irgendwo Sonai am Leben gewesen sein. Oder vielleicht sogar ein Kind von Sonja und Rauru. Denn eigentlich müssten sie ein Kind gehabt haben. Alleine schon, um diese königliche Linie weiterzuführen und die Kräfte, die damit einhergehen. Ich meine, Zelda ist ja eine Nachfahrin von Sonja sozusagen. Sie hat dieselben Kräfte. Es muss also eigentlich ein Kind geben. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, dieses Kind ist aber nicht der legendäre Held, weil der kann unmöglich zu dieser Zeit gelebt haben. Außer sie haben ihn in einen langen Schlaf versetzt, ähnlich wie Link in BOTW. Aber ob das damals schon möglich war und so lange, fraglich. Aber die roten Gerudo-Haare und der Schwanz sprechen ohnehin gegen ein direktes Kind. Auch wenn es eines oder mehrere, wie gesagt, mit Sicherheit geben muss, sonst würde Zelda nicht existieren. Gucken wir als nächstes auf die Kleidung. Und sorry, dass ich hier nie was einblenden kann, aber ich mache das halt während der Quests und ich glaube, das würde nur stören. Also wenn ihr da einfach Theorie-Videos sehen wollt, dann sucht danach. Gibt's einige, auch viel Trash, aber ein paar sind schon relativ gut und einleuchtend. Vielleicht verlinke ich sogar ein, zwei in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal nach. Ich beziehe mich logischerweise auch teilweise auf diese Videos. Na jedenfalls, die Kleidung. Wenn ihr da mal auf die Hüfte achtet, dann seht ihr da diese recht helle Kleidung mit den Triforce-Elementen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder zumindest halt diesen Dreiecken, die auch von den antiken Leibwächtern getragen wurden, die man zum Beispiel in der Sonja und Zelda Drachentränen-Erinnerung sieht und auch in einigen anderen Erinnerungen. Also halt diese hohen Tiere, die Leibgarde, Wächter und Ritter. Und noch dazu kommt, dass die Hose und der Gewandteil der antiker Heldrüstung, der Sonanium-Rüstung, gleicht, welche ja ebenfalls von hohen Tieren getragen wurde. Sprich, dieser antike Held könnte so eine Art Leibwächter gewesen sein, um die Königsfamilie herum. Was schon Sinn macht, weil die Zelda dieser Zeitperiode oder generell eigentlich die Zelda immer einen starken Ritter auserkoren hat, um sie zu beschützen. Das war ja in BOTW auch nicht anders und eigentlich in jedem Zelda-Teil. Nur muss es damals eben, ja,
dieses Mischmasch-Geschöpf sein, weil ich gehe schon stark davon aus, dass es eine Kreatur ist, die mehrere Rassen kombiniert. Vielleicht ist es ja sowas wie dieser Hinweis, den wir auch in BOTW zu den Sonais bekommen haben. Ja, wir haben die dann nie gesehen, aber es gab diverse Hinweise und die Ruinen zu den Sonais. Und jetzt im neuen Spiel, also TOTK, wurden die revealed und stärker behandelt. Und vielleicht ist das jetzt wieder so eine Art Hinweis, ja, dass wir wissen, okay, da existiert noch etwas. Und im neuen Spiel, was in 6 Jahren oder so erscheinen wird, geht es dann um seine Existenz, seine Ursprünge und vielleicht auch irgendwelche unbekannten Rassen, die maybe im Untergrund gelebt haben, während die Verheerung Ganon an der Oberfläche am Start war und er ist dann über den Untergrund nach Hyrule gekommen und hat sich eben der Sache angenommen, um die Verheerung aufzuhalten. Ich weiß es nicht, das geht jetzt schon langsam in den Theoriebereich über. Ich spreche auch gleich über ein, zwei Theorien, die mir gefallen, aber wir müssen nochmal ganz kurz zurück zur Kleidung. Es gibt da ja im unteren Bereich diese 3 Masken, die auch im Kleidungsauswahlmenü abgebildet sind. Nämlich eine Eule, ein Wildschwein und ein Drache. Und das ist auch kein Zufall, denn das soll wohl das Triforce symbolisieren. Wildschwein für Ganon, Drache wahrscheinlich für Zelda, weil sie ja auch zum Drachen wurde. Und Eule für Link, Sonai, whatever. Aber viel wichtiger zu wissen ist, in den Labyrinthen von TOTK hat ja immer ein Geist zu uns gesprochen, wenn wir das Labyrinth geschafft haben. Und der hat dann ja gesagt, er sei der Herrscher von, naja, Eulen, Wildschweinen und Drachen. In jedem Labyrinth was anderes. Das ist schon ziemlich sus. Da steckt definitiv mehr dahinter, aber wir wissen leider aktuell nicht mehr als das. Und deshalb kommen wir jetzt zu den Theorien. Einige Leute glauben, dass es ein Nachfahre von Mineru ist, ja, also dass sie wohl ein unbekanntes Kind hatte und das vielleicht auch verschwiegen hat. Deswegen wusste Ganondorf auch nichts davon, genauso wenig wie Rauru und Sonja. Da Link ja eine Inkarnation dieses antiken Helden ist, würde es auch erklären, warum er Geister und Stimmen hören kann, sowie Erinnerungen sehen kann von alten Zeiten und anderen Personen, denn Mineru ist ja die Weise des Geistes. Macht schon irgendwo Sinn, aber persönlich fühle ich eine andere Theorie mehr. Und zwar geht's in der Theorie wieder zurück zu der Tatsache, dass die Hautfarbe von dem Ding mehr einem Gerudo-Sonai ähnelt, weil ja beide, ja, so grünlich sind, ne? Man siehe vor allem Ganondorf in den Sequenzen. Und so einen Schwanz hat, wie ich schon erwähnt hatte, eben auch nur Ganon in seiner Wildschweinform. Und wenn man in die Augen guckt, so glauben zumindest einige, sind das dieselben Augen wie von Rauru. Ja, wie kann das sein? Die Theorie besagt, dass bei der Verbannung von Ganondorf, also beim Versiegelungskrieg, Ganon von Ganondorf auf seinen neuen Wirt übergegangen ist. Weil Ganon braucht ja immer einen Ganondorf, um ja, seine Macht zu entfalten. Aber weil Ganondorf nicht tot ist, sondern nur verdammt, ist die Transformation zu Ganon schiefgelaufen. Und es wurde letztlich ein guter Ganon, der im Endeffekt dann sich selbst aufhalten will. Das würde auch erklären, warum Raurus Körper nicht mehr da war, als Zelda und Link im Intro Mumiendorf entdeckten. Ich meine, kam euch das nicht auch komisch vor? Die Hand ist noch da, Ganondorf ist noch da, aber Rauru nicht. Und dass so eine Fusion von Rauru-Sonais aus möglich ist, zeigt ja auch die Tatsache, dass Raurus Arm ohne Probleme mit Link fusionieren konnte. Vielleicht aber auch, weil es über Generationen mehr oder weniger dieselbe Person ist. Ja, Link ist eine Reinkarnation von Rauru. Wer weiß, wer weiß. Ich persönlich muss sagen, ich fände diese Theorie eigentlich ganz geil. So Ganon in Gut, der sich selbst aufhalten möchte und halt über die Zeit hinweg ist natürlich die Gestalt
von diesem Mischmasch hier zu einem normalen Heilianer übergegangen, weil es ja keine so nice mehr gab und sich, naja, der antike Held nur noch mit Heilianern fortpflanzen konnte. Und ja, dann sind die Gene halt irgendwann verschwunden, schätze ich mal. Also ja, ein bisschen was muss man sich natürlich zusammenreimen, aber im Endeffekt, muss ich sagen, klingt das eigentlich gar nicht so unplausibel. Oder was meint ihr? Was ist eure Theorie? Schreibt sie in die Kommentare. So oder so werden wir mehr wahrscheinlich erst mit einem neuen Zelda-Game erfahren. Oha, der Typ gibt mir jetzt aber eine Menge. Und wir haben alle Stallpunkte gesammelt? Wirklich? Das wäre ja perfektes Timing. Das war jetzt überhaupt nicht geplant oder so. Haben wir echt das Maximum jetzt? Geil. Gib her. Ja. Wir sollten jetzt ohnehin einiges bekommen, oder? Oh. Für 30 Stallpunkte können wir ein weiteres Pferd registrieren. Ja, ganz nett. Dann für 35. Noch eins mehr. Bei 40 bekommen wir halbierte Stallgebühren ab sofort für immer. Wow. Und wir haben nochmal 5 mehr gesammelt. Dafür gibt es für 5 Übernachtungsgutscheine. Okay, also 40 ist das Maximum, oder was? Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Okay, dann ist auch das komplett. Wenn wir schon mal hier im Schneeland sind, dann können wir auch gleich die letzte Mission mit Armani und der Truppe machen. Nanu, du bist das Link? Hallo, dachte mir schon, dass wir uns irgendwann wieder über den Weg laufen. Wir wollten gerade daran gehen, das Monsternest da auszuheben. Das haben wir sogar schon einmal gemacht, deswegen werde ich kurzen Prozess walten lassen. Aber diese Eisenkugel am Eingang hat sich als Problem erwiesen und jetzt sitzen wir hier fest. Wenn wir da einfach planlos reinstimmen, erwischt uns die Kugel. So viel steht fest. Wenn wir nur irgendwie diese Eisenkugel loswerden könnten, wären die Monster da Geschichte. Ich kümmere mich drum. Wie gesagt, wir waren hier schon mal. Da gibt es hinten so einen geheimen Eingang, das weiß ich noch. Dann kannst du die schön von hinten und unentdeckt fertig machen. Aber diesmal sollen wir es ja zusammen mit der Truppe tun und das wird jetzt geschehen. Die Eisenkugel ist fort. Das Master Sword bietet genügend Wärme, um hier nicht zu verbrennen. Aber holy shit, es sind schon einige. Mit einem Silberbossbock. Das war damals natürlich noch nicht der Fall. Ich glaube, da war es noch ein blauer. Aber der antike Held wird das hier schon regeln. Wobei wir ja sogar zwei in einem sind, ne? Der antike und der aktuelle. Plus 4-fach Angriffsboost. Irgendwie ignorieren die mich voll. Naja, dann schlitzen wir eben aus dem Hinterhalt. Alle zu Tode. Das hat gut geklappt. Der Sieg ist unser. Alle herhören. Sammeln an meiner Position. Versorgt zuerst die Verwundeten. Sobald ihr etwas zur Ruhe gekommen seid, treffen wir uns zur Lagebesprechung. Link, dir möchten wir auch wieder danken. Könnte ich kurz mit dir sprechen? Hui, du steckst ja wirklich voller Überraschungen. Bist du ganz sicher dazu auserkoren, oder? Die Waffe da, das ist doch das Masterschwert, ne? Eine unfassbar mächtige Klinge. Ein Schwert der Legenden. Klar, dass du damit unbesiegbar bist. Hätte ja nie gedacht, dass ich etwas so Beeindruckendes mal mit eigenen Augen erblicken dürfte. Ich danke dir dafür. Gut, dann gebe ich dir hiermit den verdienten Lohn für deine Hilfe. Der Corona sieht irgendwie lustig aus mit dem Feuer im Hintergrund. Weißt du, ich habe Nachricht vom Hauptquartier erhalten. Wir sind wohl nicht die einzigen, denen du ausgeholfen hast. Du hast auch die anderen Einheiten supportet. Ich habe vom Hauptquartier die Anweisung erhalten, dir diese Belohnung auszuhändigen. Sie macht dein Abenteuer sicher noch etwas aufregender. Ja, ich hatte schon darauf gehofft, dass es dafür noch einen Stoff gibt. Cool. Wir gönnen uns ein Momentchen Ruhe, bis unsere Kampfkünste wieder gefragt sind. Dieser verflixte Blutmond.
Egal, wie viele Monster wir aus dem Verkehr ziehen, das blöde Ding lässt sie alle immer wieder neu erstehen. Daher brauchen auch wir etwas Erholung, sonst überwältigen sie uns beim nächsten Mal noch und das will ja keiner. Wer sich zu viel abverlangt, der wird vom eigenen Hochmut besiegt. Pass auch du gut auf dich auf, ja? Möge der Segen der Göttin Heilia dich begleiten, tapferer Krieger! Nice! Na dann, bis zum nächsten Part.